Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shakes and Fidget. Ja, es ist auch für dieses Jahr die letzte Folge. Das Jahr 2017 geht ja langsam zu Ende. Eine reguläre Folge ist das jetzt noch. Danach kommt etwas anderes. So, im nächsten Jahr geht es natürlich normal weiter. Ist ja klar, ne? Also, ich kann irgendwie nicht ohne Shakes and Fidget. Das ist irgendwie schon so ein richtiges Suchtpotenzial geworden. So, wir machen nämlich den Kampf hier nochmal kurz. Okay, dann das Rad. Und zwar habe ich hier ein neues Rad. Und zwar ein überholtes, ein neues. Und zwar dieses hier, Glücksrad 2.0. Das können wir jetzt auch mal wegtun. Ja, das neue Rad neu erfinden. Das ist das Lustige. Ich konnte es wenigstens noch verkaufen oder irgendwas damit anfangen. Und zwar gibt es dieses hier. Ich habe das nicht direkt eingesetzt, deswegen habe ich bei der nächsten Mission in der Taverne direkt noch eins bekommen. Hier sind ein paar interessante Sachen drauf. Zum Beispiel für die Pets die Früchte, die sie brauchen zum Aufsteigen. Gold ist natürlich wieder dabei. Ein möglicher Gegenstand, Holz, Erfahrung, Stein. Das sind die Seelen aus der, ja, aus dem anderen, aus der anderen Festung, aus der dunklen Festung dort. Das sind hier einmal natürlich die Pilze, dann die das, was wir ja brauchen, um zum Beispiel ein Modifikationsslot, sag ich jetzt mal, einzusetzen oder Sachen zu verbessern in der Waffenladen da. So, und nochmal mehr Erfahrung. Und jetzt bin ich mal gespannt, was es gibt. ...51 davon nur? Ist aber nicht wirklich viel. Das gefällt mir viel mehr. Okay, gucken wir erstmal hier. Was haben wir hier für Tränke? War noch nicht. Können wir gebrauchen. Jop. Jop. Und die können wir wieder direkt verticken. Den können wir zum Schlucken geben. Alles andere brauchen wir erstmal nicht. Den brauchen wir auch nicht. Wir sind hier auf 50%, das ist... So, dann habe ich Sachen gefunden, die ich leider schade finde, dass ich die da irgendwie... Ja, nicht gebrauchen kann, sage ich jetzt mal so. Können wir direkt ausbauen, wunderbar. Wir sind jetzt bei Herz der Finsternis bei Stufe 8. Deswegen können wir jetzt die Goldgrube mal auf 8 direkt ausbauen. Ist ja nicht so, dass ich da scharf auf Gold bin, aber ich bin scharf auf Gold. So, aber jetzt zurück nochmal hier. Haben wir da alles verbessert? Ja, haben wir. Wunderbar. So, und zwar hatten wir ja hier, ja, so ein Kriegerteil. Ist womöglich durchs Klo gespült worden. Ja, das, ja, können wir nur spenden. Das habe ich durchs Klo gespült. Das kann ich auch nur so. So, jetzt gehen wir aber an die Eier von den Pets. Und zwar habe ich die, die man im Winter kriegen kann, die zumindest jetzt aufgedeckt sind, alle bekommen. Ich habe sie alle. Ja. Das ist voll cool. Ich habe sie alle. Ja, jetzt fehlt nur das, was natürlich nicht aufgedeckt ist und einmal einer, der zur Geisterstunde in Schwarzwassersümpfen zu finden ist. Ja. Und Frühlingstagen. Ui. Okay, das heißt erst im Frühjahr kann ich den kriegen und den im zur Geisterstunde. Dann muss ich ja mal gucken, dass ich das auch noch hinkriege. Wäre ja doof, wenn ich den die ganze Zeit nicht kriege und alle anderen schon. So. Das heißt, wir müssen in der Taverne sparsam sein. Ja, ich denke, ich werde das heute Abend mal versuchen. Wir starten aber erstmal den. So, Gilde blinkt. Oh. Ja, wieder daneben. Okay, die Gilde, wie schaut es zurzeit aus? Ich bin auf Stufe 213, Philo ist auf 217, Kaiser Darius auf 87 und Aang auf 67. Das ist schon echt gut. Wir steigen immer mehr und mehr. Ich werde aber zurzeit erstmal keine Raid starten. Ich warte erstmal, dass wir alle ein bisschen besser wieder werden. Und starten einfach mal den Angriff auf den da. Zumindest habe ich doch die richtigen jetzt ausgewählt, oder?
Ein Mitglied. Riders, ja, habe ich. Okay, gut. Festung, habe ich alles angeklickt gehabt. Moment, hier erstmal die Kämpfe, nicht, dass ich die vergesse. Yep. Oh. Okay, zwei Kämpfe noch. Ich kenne mich jetzt mittlerweile schon 7. Einen noch. Wow. Okay, hier 1800 fürs Verbessern. Das werden wir direkt mal auf 15 verbessern. Gucken, dass wir die alle mal ein bisschen verbessern. Halt, es ist einfach sicher, ist sicher, ne? So, der geht dann noch auf 15 und der geht dann auch noch auf 15. Aber jetzt fehlt uns ein bisschen die Seelen. Ist aber kein Problem. Die sammeln wir. Weil, wenn wir hier besser werden und die Stufen immer steigen, wo meine Gegner sind und wir natürlich hier auch mehr brauchen von allem und alles, dann sollte man auch die, die man zum Angreifen nutzt, ja auch verbessern. Das ist mir aufgefallen, das habe ich ein bisschen vernachlässigt. Aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Das lohnt sich überhaupt nicht. Das lohnt sich mehr. Ja, das lohnt sich eigentlich auch nicht so richtig. Ja. Weil hier sind jetzt mehr Ausgaben rausgegangen, als ich eingenommen habe. Naja, Hauptsache kämpfen und ein bisschen Ehre und so weiter. So, im Dungeon machen wir den wieder. Oh Gott, den kriege ich ja nie weg. Ach, da fällt mir ein, ich habe ja gar nicht die genommen, oder? Ne, okay, gut. Warte mal, der geht doch sowieso morgen flöten. Auf jeden Weg damit. So. Das sollte ja immer besser werden. Okay. Wie sieht's eigentlich hier aus? Da haben wir 5800 schon wieder mit. Sehr schön. Die Hexe ist die Hexe. Alles klar, das haben wir alles. Das haben wir gemacht. Ah, Moment, hier haben wir den richtigen Kampf noch nicht gemacht. Yes! Oh, 3x3 Wünsche. Oh, ich hätte ganz viele Wünsche. Verbanne AIDS von der Welt. Krebs und Atomwaffen. Das einfach alles verschwindet. Weg. Fujikato. Weg, weg, weg. So. Und dann weiterleben. Dankeschön. So. Das wären meine 3 Wünsche. Das sind nur bescheidene Wünsche. Nichts Besonderes. So. Gucken wir mal. Ach ja, ach ja, ach ja. Ich gucke und gucke und gucke. Der ist auch ein bisschen zu stark. Der ist hier auch ein bisschen zu stark. Und der auch. Ja. Die sind sogar aktiv. Oha. Aha. Warte mal, was? Achso, nee, ich. Ich habe ihn glatt übersehen gehabt, dass das so ist. Okay, der ist auch ein bisschen zu stark. Den könnte man versuchen, oder? Ja, gut, dann nehmen wir den. 2 Ränge aufgestiegen. Boah. Ist ein bisschen was. Gut, wir haben 5 Millionen. Wir gucken mal, was hat die Gilde zurzeit? 3 Millionen, wow. Juna hat 1,7 gespendet. Achso, das war dann wohl ich. Ja, gut. Dann stecken wir das ja in den Charakter. Jetzt ist die Frage nur, was wäre mir lieber? Schaden oder Leben? Ich glaube, Leben sollte es werden. Okay, einmal das dann noch. Okay, gut, gut. Wie sehen die Grundwerte eigentlich aus? Ja.
Gut, haben wir das auch noch ein bisschen erhöht. So, dann haben wir da ein bisschen was rein investiert, was ich am Wochenende reingeholt habe an Kohle. Da konnte ich nicht ganz so aktiv spielen, obwohl ich zu Hause war, aber... Ja, ich habe mein Bestes versucht. Kann man nicht irgendwie nochmal verbessern? Oh Gott, ist das teuer. Gut, gut, gut. Da und da. Was fehlt denn eigentlich für so einen Sockel? 10.000 davon! Oh, Duelland. Oh Gott, gut, gut. Verbessern wir das nochmal. So. Jetzt bin ich ein bisschen zufriedener damit. Gut, also. Das ist dann erstmal meine Verbesserung für dieses Jahr noch. Mehr werdet ihr erstmal auch... konnte man nicht ab und zu mal trotzdem noch einsammeln? Ach gut, egal. Das sind erstmal meine Verbesserungen, meine Sachen, die ihr dieses Jahr noch seht. Was ich so erreicht habe oder erreicht werde. Das nächste Video, das reguläre, wie gesagt, kommt dann nächstes Jahr. Da aber der 1.1.2018 ein Montag ist und ich sehr wahrscheinlich an dem Tag nicht zu Hause bin, weil ja irgendwie ein Tag davor, beziehungsweise um 0 Uhr, Silvester ist. Überraschung. So, und das bedeutet, es könnte sein, dass da die Folge ausfällt. Das heißt, ihr wartet nochmal eine Woche länger auf eine neue Folge. Tut mir leid, aber ich kann halt nicht, dann geht's halt nicht, ne? Wenn ich nicht zu Hause bin, kann ich nichts machen. Aber ich wünsche euch jetzt schon hier für nächste Woche, weil ja am ersten Weihnachtstag, soweit ich weiß, ist ja Montag. Da habe ich etwas vorbereitet. Da wird nichts ausfallen. Es wird nur keine normale Folge geben. Es gibt ein Special sozusagen von Hero Zero und Shakes and Fidget. Also schaut da auf jeden Fall auch mal rein. Ihr müsst natürlich nicht an Weihnachten gleich Video gucken oder so, aber es wird auf jeden Fall was geben. Ja. Und ich wünsche euch aber trotzdem jetzt schon geile Weihnachtstage. Und noch schöner Advent natürlich, weil der 4. Advent ist ja auch auf Heiligabend, ne? Und einen guten Rutsch natürlich auf diesem Wege, ne? Macht's gut. Wir sehen uns frisch im neuen Jahr wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.